Disclaimer: Diese Ausgabe von John Sinclair Night Talk wird unflätige und unverschämte Bemerkungen beinhalten. Diese Aussagen sind absolut absichtlich und wir entschuldigen uns dafür nicht. Jetzt fang endlich an, ja? Kann ich mal meine Arbeit hier machen? Terra pestem teneto, salus hic maneto und willkommen zu einer besonderen Ausgabe von John Sinclair Night Talk. Eigentlich sind jede Ausgabe natürlich was Besonderes, aber diesmal freue ich mich ganz besonders, denn ich habe zwei Gäste heute, nämlich Peter Rütten und Oliver Kalkofe. Herzlich willkommen. Was macht ihr eigentlich hier? Warum sind so zwei gestandene, etwas schon in die Jahre gekommene Männer jetzt in einem so jugendlich frischen Format wie John Sinclair Night Talk? Weil endlich die Welten zusammengekommen sind, die schon lange zusammengehören und darauf gewartet haben, sich zu treffen. Nämlich John Sinclair und Caroline Reiber. Und Caroline Reiber und Schläfert. Und endlich ist es gelungen, dass diese Welten, die schon lange nebeneinander existieren, voneinander wissen, sich immer fast berührt haben, jetzt endlich zusammengekommen sind und sich in einem grandiosen Hörspiel endlich verewigt haben. Und da muss ich ganz investigativ jetzt nachfragen, warum erst jetzt? Warum ist das jetzt passiert? Was ist passiert? Wir haben gezögert. Wir haben bewusst gezögert. Ihr habt gefeilscht. Wir haben auf den magischen Moment gewartet, weißt du, so, dass das Dämonentor sich öffnet, ja, und dann die Engelsscharen da heraus stolpern und sagen, na endlich, befreit uns und arbeitet mit uns und lasst genau, uns endlich. Genau, sagt ja der Aufbau bis zur Ekstase über Verzögerung, was? Ja, ich habe davon gehört, ja. Ja. Das ist, und jetzt das ist endlich passiert. Ist es soweit. Es ist natürlich die Sonderedition Totenkopf TV, basierend auf einem Taschenbuch aus dem Jahre 1986, wollen wir ganz richtig sein, 86. Und Dennis Erhardt hat das geschrieben im Auftrag von Lübbe, um das jetzt zu ermöglichen. Also es basiert auf dieser alten Geschichte, aber es spielt im Hier und Jetzt mit euch als Schläferts-Präsentatoren. Ihr spielt euch selbst. Ist das jetzt was anderes, wenn du bist ja schon Sinclair-Sprecher gewesen vorher. Du hast ja bei ein paar Hörspielen durchaus auch schon mitgemacht. Da also war ich aber immer irgendwer anders. Also ganz seriöse Rollen, ja, genau. Also als Schauspieler auch gefordert. Jetzt, wie hast du dich selber angelegt? Nee, das Ding ist ja, also in Schläfert sind wir ja auch zwei spezielle Figuren. Also da sind wir ja, ist es ja auch der Peter, der schon ein bisschen anders ist. Also der echte Peter. Ne? Der ist ja viel schlimmer der als trinkt der. Trinkt auch nicht dauernd Bier. Das ist zum ersten Mal, dass hier bei Night Talk hier Alkohol getrunken wird. Also ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Liebe der echte Kinder. Peter raucht. Ja, und ist eigentlich so auch menschlich unerträglich. Und bei Schläfert ist da haben wir eine andere Variante. Da haben wir eine kunstfigurale Ebene gefunden, die aber auch nur ein Müh entfernt ist von unseren Realcharakteren. Und also, ich bin ja auch ganz anders im Privat. Das sind ja die Bühnenpersonas, von denen wir sprechen. Das ist wie Tag und Nacht. Ja. Aber jetzt muss ich jetzt nochmal einhaken, weil es kann sein, dass einer oder zwei oder vielleicht sogar drei von unseren John Sinclair Fans gar nicht wissen, was Schläferts eigentlich ist. Nein! Doch! Oh. Und das müssen wir noch kurz mal aufklären. Peter, was ist Schläferts? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide zusammen Schläferts? Schläferts ist ein Gefühl. Und das Schläferts trifft sich ja auf der vermeintlichen Trash-Ebene. Groschenroman. Ja. Also Dime Novel ist kein Trash, Leute. Ja, kommen wir noch das drauf? Ist ja, völlig anderes Genre. Aber Filmtrash, der eben nicht mit Anlauf kalkuliert in diese Stanze gegossen wurde, der hat uns immer schon leidenschaftlich erreicht. Und weil wir, sagen wir mal, hochgradig untalentiertes, aber ambitioniertes Scheitern köstlich finden. Übrigens auch im sportlichen Bereich, auch bei der Fußballnationalmannschaft. Also in ganz vielen Bereichen. Genau, und nur vielleicht aber, was die Sendung ist, also für die, die es nicht kennen. Wir das nicht erklärt? Das war ein bisschen drüber, aber du hast die Spannung aufgebaut. Ja. Die fragen jetzt noch mehr, was mag das denn sein? Jetzt mach ihn rein. Das ist so eine Art betreutes Fernsehen. Das heißt, wir zeigen ausgewählt beschissene Filme, die wir dann, aus denen wir eine Party machen. Also Filme, die du ja freiwillig nicht nochmal mit dem Arsch angucken würdest, aber jetzt kannst du eine Party draus machen. Es gibt ein Trinkspiel, es gibt einen Cocktail zu dem Film. Wir suchen die auch wirklich handverlesen aus. Nach jeder Werbung kommen wir rein, erzählen, was bisher geschah. Wir verkleiden uns, wir spielen Szenen nach, wir zeigen die besten Momente. Und wir bewerten den Film auch. Bewerten den Film. Und das Ganze macht wahnsinnig Spaß und ist auch eben wirklich zu einer
ungeplanten Kultgeschichte geworden, weil die Leute vor allem sich zusammentreffen, ja, zu Hause verkleiden, Sachen kochen, den Cocktail machen oder eben bei Twitter sich finden und dabei sind. Und wir sind immer auf eins bei Twitter und die Leute machen mit wie verrückt. Und es ist also wirklich richtig toll. Und damit haben wir natürlich genau, also gerade viel auch aus dem Horrorbereich natürlich schon gehabt. Und vorgegeben, das heißt, also wir kannten uns genau damit aus. Also wir kennen uns eben mit Trash, der versehentlich ungewollt in die Hose gegangen ist, sehr gut aus und sowas, das ist ja edel, ne? Also das ist ja dann, das ist ja die Krone des Kalbs. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von diesem, was wir jetzt durch Corona ja sehr viel hatten, dieses alleine zu Hause sitzen in der Unterhose und mit einer Flasche Bier und irgendwelche Serien alleine für sich isoliert, sozial isoliert bingen. Das ist, ihr habt die Leute wieder wirklich zusammengeführt, ne? Also es geht ja teilweise wirklich ist, so Rocky Horror Picture mäßig Show ab. Das ist eine kleine unterdimensioniertes Lagerfeuerfernsehen, so wie es immer wieder gefordert wird oder vermisst wird von Nostalgikern. Und mich irritiert eigentlich nur, dass wir das hier so lang und breit erklären müssen, weil das muss eigentlich. Ich will ja auf was hinaus. Wer ist denn damals auf die, jetzt trinken beide gleichzeitig, wer ist denn auf die Idee gekommen? Das heißt, ihr kanntet euch schon. Die Frage. Ja, das ist genau. Wer ist auf die Idee gekommen? Ich rate mal, du, ja. Das ja? war meine, nee, wie war noch mal? Wer musste wen überzeugen? Es war so, eigentlich war es, ich war gerade zu, also wir waren beide bei Tele 5 gerade angekommen. Ja. Ja? Und ich habe so, hab ein paar Veranstaltungen moderiert und musste immer dann erzählen, was bei Tele 5 läuft. Und zu der Zeit liefen wirklich vor allem so schlechte Filme. Und die hatten so ganz viel Creature-Features mit Haien und ne, von Sharktopus über weiß nicht was. Und dann habe ich so aus Scherz gesagt, warum macht ihr da nicht eine Reihe draus? Also jeder behauptet immer, wir haben die besten Filme aller Zeiten. Sagen wir doch, wir haben die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und seid stolz darauf. Und warum verleugnet man das immer? Und das fand der damalige Chef Kai Blasberg super, sagt, da haben wir auch schon immer so dran gedacht. Und haben wir so gequatscht beim Trinken, dann irgendwie weiterentwickeln. Mhm. Dann sagte er, ja, mach mal. Machen wir 12 Folgen jetzt im Sommer. Und ich so, fuck, das weiß ich gar nicht wie. Und hatte nur so eine Grundidee. Und dann hatte ich Peter getroffen und wir kannten uns von früher, aber noch nicht so eng wie jetzt. Aber wir mochten uns schon sehr. Wir mochten uns sehr. Und dann hat, und da er eben sein Bullshit-Universum gerade gemacht hat und sich eben auch damit auseinandergesetzt hat, schlechte Filme neu zu synchronisieren, habe ich gesagt, sag mal, hättest du Bock, dass wir das mal zusammen versuchen? Und er sagte ja und der Rest ist Geschichte, wie man sagt, it's magic. Passiert denn sowas, ne? Passiert denn sowas oft im Fernsehen? Beziehungsweise, ihr macht das jetzt schon 10 Jahre? Wie lange? 10 Jahre. Passiert sowas oft im Fernsehen? Was naturgesetzlich ist? Ausgeschlossen. Ja. Das geht eigentlich wir haben es eigentlich gebrochen, die Maxim, das kann so gar nicht passieren. Das ist eigentlich unmöglich. Und was vor allen Dingen, was sehr schön ist, dass wir bis auf die kleineren, tapsigen Anfangsschritte relativ schnell in so einen Workflow gekommen sind, den man den anderen normalerweise auch nicht gönnt. Also wenn deiner Figur, wenn du auch noch so heißt wie Peter Rütten oder Oliver Kalkofe und dann steht da halt dein Text von einem anderen geschrieben und was da so in dich reingegossen wird, wenn du das einfach immer nur abnickst, vice versa, von den Büchern, die wir uns aufteilen, Olli hat einen Film und schreibt das Buch dazu, ich habe einen Film und schreibe das Buch dazu. Und da haben wir einfach entdeckt, dass das extrem komfortabel ist und auch menschlich eine ungeheure Größe beinhaltet, dass wir uns nie korrigiert haben. Habt ihr euch denn jemals gestritten über einen Film? Nee, also wir haben privat nicht wirklich. Also das war eben auch echt der Witz. Wir haben so gesagt, wir wussten nicht, wie wir anfangen sollten, mussten aber 12 Teile machen. Da haben wir so aus eigentlich auch ein bisschen aus Verzweiflung gesagt, okay, pass auf, es geht nicht anders. Du machst 6, ich mach 6 und dann gucken wir mal. Und dachten, oi, da werden wir aber bestimmt ganz viel so haben, was man ne, weil eben wirklich für jemand anders schreiben und du spielst mehr oder weniger dich selber. Ganz, ganz schwer, funktioniert fast nie. Und da habe ich das gelesen, fand das lustig und dachte, mir fällt jetzt eigentlich gar nicht zu meckern ein und Peter auch nicht. Und dann war es so, dass wir sagen, ja, weißt du was, das machen wir so. Und dann haben wir gesehen, das funktioniert. Und seitdem ist es gerade auch das Schöne. Peter weiß nicht, was ich für ihn schreibe und ich weiß nicht, was Peter für mich schreibt. Und wir schreiben uns ja immer in bekloppte, irrsinnige, bescheuerte, neue Rollen rein, was wir da jeweils tun. Manchmal auch regelrecht charakterlich ungünstige Unterstellungen. Ist das denn auch absichtlich, dass ihr euch teilweise Moderationen schreibt, die der andere nicht so aussprechen kann? Also wer ist denn von euch der König, der alle Alliterationen. angefangen habe ich. Das hat sich ja doch ein bisschen gesteigert ins Absurde. Also wenn das die Geschichtsbücher nicht wissen, dass Olli in Mattscheibe angefangen hat zu alliterieren wie ein Besessener.
Der weiß gar nichts. Aber ich habe auch eine Neigung dazu. Ja, und er hat mich echt schockiert, weil er hat es dann geschafft, mich herauszufordern. Ja, ja. Also ich fing an. Und dann, Federhandschuh. Dann hatte er plötzlich, dann habe ich gesagt, also okay, jetzt muss ich aber noch mehr. Und dann haben wir wirklich immer mehr und seitdem gehört das dazu. Das ist so ein Ritual geworden. Und die Qualitätsprüfung, dass dieser FS oder What the fuck Satz auch noch Sinn macht am Ende, die haben wir beide selber als oberste Pflicht. Und das finde ich halt ganz schön. Es ist jetzt eben nicht Sport als Selbstzweck. Ja, und es sind eben nicht die Vera in Tween oder so Bauer, so Frau-Alliteration, ne? Ja. Der flotte Furzi-Bauer oder so. Die waren immer eingeblendet. Ja, war immer so dass dann nicht, sondern dass wir wirklich versucht haben, dann eben ganze Sätze zu formen und mit manchmal 10, 15 oder so. Das sind ja teilweise Schachtelsätze, absondert. Das ist und das ohne Prompter. Das ist Irrsinn. Krank. Das ist ja krank. Das ist Irrsinn. Jetzt aber Hennes, eines wollte ich noch sagen, nämlich gerade zu der Causa, schreibt mal für einen Kollegen, der Einzige, der ähnlich cremig auf das immer reagiert hat, was ich ihm geschrieben habe, war tatsächlich Harald Schmidt. Dem habe ich sogar mal für einen kleinen Sketch reingeschrieben, dass er sich komplett auszieht. Und da hatten wir Harald Schmidt nackt in einem kleinen Sketch. Legendär, aber längst vergessen, weil der Sketch war, glaube ich, nicht so gut. Das müssen wir jetzt aber erklären kurz, dass du Chefautor warst. Ach so, bei Schmidt. Harald Schmidt, so wollte ich das einziehen. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 9. Hattest du da auch ein ähnliches Freiheitsgefühl, was du jetzt mit Olli hast, mit Schläferz? Oder ich hatte einen hohen Konsens mit Harald über das Komische und Inhaltliche, bis Manuel Andrack so ein bisschen dazwischen funkte. Aber die Freiheit, die ich jetzt mit Olli habe, um es einfach kurz zu machen, nein. Okay. Gut, aber schön ist, Frage, gute Antwort. Aber was wichtig ist gerade, wo Peter sagte, dass Herr Harald Schmidt nackt Sachen für mich geschrieben hat. Er hat sich ausgezogen. Ja, aber das ist wer kann das von sich behaupten? Ja, wer kann sagen, Harald Schmidt hat seinen Penis auch nicht bedeckt vorm Team, sondern ist schwingolin rumgerannt. So, und ich muss Peter immer nackt Sachen reinschreiben, aber für die Fans vor allem. Das ist aber eine andere Frage. Weil nämlich Peter wirklich zum Sexy-Peter geworden ist und die Fans, also vor allem die weiblichen, schreiben dann immer und werden dann total wuschig. Und wenn er nur irgendwie mal mit Oberkörper frei oder so. Und seitdem ist das meine Aufgabe. Also ich kriege immer Rollen als Frauen. Ja. Vor allem immer so als ältere, dicke Frauen, aber sehr also attraktive, ältere, dicke Damen, die ich spiele. Und Peter muss ich immer sehen, dass ich den so sexy wie möglich dahin kriege. Und da haben wir auch viele Sachen schon gehabt. Da haben wir schon einige Frauen in die Ohnmacht gesehen. Aber du hast mich auch wirklich unfreiwillig zum Objekt gemacht. Ja, gut, so ein Brusttoupet, das muss man auch tragen wollen. Aber so ein bisschen Eye-Candy muss sein, das kann ich nicht liefern. Ich mache das für die gerne dicke Damen mögen, kann ich was da gibt's machen. Doch, aber sonst da gibt es eine Zielgruppe. Nein, aber du bist wirklich in jeder Frauenrolle, weil das muss auch mal gesagt sein. Es war eine Supernova, mehr oder weniger, der Gefühligkeit und der Emotionen, die mich da erreichte, als ich Olli als Geisha in... Wie hieß der Film noch? Der Dampfhammer von Sendling. Genau, der Sendling-Dampfhammer. Hast du eine Geisha spielen dürfen, dank meines Buches, meines Skriptes, die mich heute noch mal manchmal wird, nachts kaltschweißig aufwachen lässt, weil das war Poesie. Was Rouge mit deinem Gesicht macht und so eine Perücke. Ich musste auch selbst noch manchmal weinen und denkst, es gibt so ja Sachen, wo du denkst, jetzt bist du so einen Schritt zu weit gegangen. Und so, das sind doch die schönsten Momente, weil du kannst ja nicht wieder zurückgehen. Das ist toll. Jetzt habt ihr ja wirklich, ihr seid ja Fachkompetenz, was Trash-Filme angeht. Unbedingt. Und ich sag jetzt mal, es gibt wenig Filme, die gemacht werden mit der Absicht, wir machen jetzt einen richtig schlechten Film. Ich glaube, dass jeder Film irgendwo anfängt, wo man sagt, wir wollen was ganz Tolles machen. Ich glaube, das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo von vornherein gesagt wird, hier, nimm das Geld, das wird eh nichts, ist der Fantastic Four-Film damals von Eichinger, gemacht worden ist, damit die Marvel-Rechte da auch behalten. Jetzt sitzen die Sinclair-Fans jetzt da und sagen, Hennes, frag sie bitte, warum habt ihr bisher noch nicht die Dämonenhochzeit besprochen? Den legendären John Sinclair-RTL-Film, der ja wirklich als großer, großer Griff ins Klo gilt. Ist das der High Alarm auf Mallorca, der Fantasy? Die Erwartungen waren unheimlich hoch, gerade bei den Sinclair-Fans. RTL und Endemol hatten sich dem angenommen. Jason Dark hat schon drüber geschimpft und drüber gesprochen. Ja. Und es ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss... Ich weiß, ich habe ihn damals gesehen, also aber auch wirklich seitdem nicht wieder. Ich weiß, dass ich ihn damals auch gesehen habe und erschüttert war. Das war noch lange vor Schläferz und so.
Aber ich kann es einfach sagen, es ist also, weil das eine RTL-Produktion ist und die rücken die Sachen nicht raus. Mhm. Wir haben nach 10 Jahren haben wir gekämpft und haben nach 10 Jahren jetzt dieses Jahr gehabt, High Alarm auf Mallorca. Und das kriegten wir mit der Ansage, die danach kam. Also die hatten den Deal gemacht für verschiedene Sachen irgendwie und das war einmalig. Und wir waren total stolz und dann kriegten wir aber als Ansage, alles klar, aber wir dürfen nicht erwähnen, dass der Film bei RTL gelaufen ist. Wir dürfen RTL nicht erwähnen, was wir dann, was so absurd war, so klar, jeder weiß es. Und wir mussten dann, also ich habe da großen Spaß draus gehabt, das Buch extra dazu machen, dass wir halt nicht wissen und dass wir kein Internet haben und dass wir alle Sender haben wir erwähnt, aber nicht RTL. Und das war ein ganz großes Kampfklausulieren. Ja. Ich glaube und ich weiß daher nicht, ob wir jemals, da, also ob sie uns nochmal was geben. Stell dir vor, das hätte Sat.1 gemacht, dann hätten wir den längst zeigen können oder ProSieben oder ZDF. Also ich werde mal so, ich habe ja auch so ein paar Leute, kenne ich ja jetzt auch hier bei Sinclair, ich werde mal so ein bisschen meine Fühler ausstrecken, weil das müsste eigentlich mal sein. Super. Und ihr hattet ja, weil du ja High Alarm auf Mallorca erwähnt hast, ihr hattet ja die wunderbare Kathi Karrenbauer zu Gast, die ja unsere Jane Collins ist. Und du hattest ja auch schon mal das Vergnügen, mit einer unserer Jane Collinsen, es gab ja zwei, zu arbeiten, nämlich lange, lange bevor es die John Sinclair Hörspiele gab, die neuen. Nämlich mit Franziska Pigula bei deiner Hotte X-Geschichte. Genau, das war ganz, ganz toll, das muss man echt mal sagen, weil damals, also da war ich im Radio, ja, also wir reden jetzt über die 90er. Über genau, die bevor Mitte du 90er. Im Fernsehen warst, bevor Premiere, ProSieben, habt ihr bei Radio FFN warst du beim Frühstücksradio zusammen mit Welke und Wischmeier und Oliver Welke. Und da gab es eine Sendung, die hieß das Frühstücksradio und das war eben eine sonntags 3 Stunden Comedy zu einer Zeit, als es noch keine Comedy im Fernsehen gab, also auch noch vor Samstag Nacht und Wochenshow etc. Und da war das also echt auch eine Kultsendung, wo die Leute für aufgestanden sind morgens. Da gab es eine Figur, die ich entwickelt hatte, war Onkel Hotte. Deine Idee. Von dir entwickelt und über den Äther. Und ein Märchenerzähler, der ekelhafte Märchen erzählt und dabei die Nase hochzieht und so sprechen tut und kein Deutsch sprechen kann. Tun und kann. Gesägt, tun, getan und so weiter. Und dann, da gab es CDs und ich war großer Akt X-Fan zu der Zeit und hatte so Bock drauf und dachte ich, oh, ich würde gerne so eine Mystery-CD dazu machen und hatte dann die Idee für Hotte X. Und dann haben wir versucht, und das war damals zu einer Zeit, also jetzt ist es so, man hat viel schneller Kontakt durch Social Media, durch alles, auch untereinander mit Kollegen. Und auch oder durch die Hörspiele natürlich. Natürlich, auch, und durch die Synchron. Aber du hast das, ich will es nur mal sagen, du hast das quasi eigentlich auch so ein bisschen losgetreten. Du hast da die Brücke gebaut zwischen Comedy, also zwischen leichter Unterhaltung und wirklich seriösem Schauspiel mit Franziska. Und das ist schön, dass das mal markiert wird hier. Ja. Und das war echt Hammer. Und wir haben dann so ganz zaghaft angefragt und hatten auch bei Benjamin Völz angefragt. Ja. Der sagte aber damals so, Benjamin Völz war der Sprecher von David Duchovny von Mulder. Der Sohn von Wolfgang Völz, auch großartiger Sprecher. Wunderbare Stimme und so, aber dem war das ein bisschen suspekt. Kann ich auch verstehen, vollkommen. Und Franziska Pigula hat ja gesagt. Sie wusste nicht so richtig, worauf sie sich da einlässt. Aber dann haben wir das wirklich so gemacht, dass sie als seriöse Figur da eben so durchführt, als Scully, also in ihrer Figur. Und dann diese irrsinnigen Onkel-Hotte-Sachen. Und wir haben dann auch mit Artwork und so dafür gemacht. Es war wunderbar. Und das war großartig, sie da kennenzulernen. Und wir hatten einen solchen Spaß und haben uns dann auch immer die Jahre danach immer mal wieder getroffen und noch mal irgendwo bei kleineren Sachen zusammen was gemacht. Aber das war eine ganz große Ehre und das war das erste Mal. Ich war sowas von stolz zu der Zeit. Das war echt ein Dammbrecher, glaube ich. Ich habe zu der Zeit auch beim Radio gearbeitet und wir haben die CD reingekriegt. Das gibt's doch gar nicht, der hat es geschafft. Ja, das ist ja, aber jetzt ist alles möglich. Ich habe zu der Zeit nicht beim Radio gearbeitet und bin trotzdem enttäuscht, dass du mich nie angerufen hast. Aber wir waren ja damals zur 50. CD-Folge, das war Zombies in New York, Zombies in Manhattan. Da warst du auch zu Gast in der Lichtburg, wo ich moderieren durfte, war Franziska auch dabei und Jason und Frank Laubrecht und alle möglichen waren da. Und da haben wir halt auch schon gemerkt, okay, hier Hörspiel, Sinclair, das ist unsere Welt. Du hattest ja auch schon früher eine Berührung mit Sinclair, noch bevor es John Sinclair die Serie eigentlich gab. Ja, also meine kurze, aber heftige Phase war tatsächlich in der Adoleszenz von 14 bis 17, glaube ich. Das war so Ende der 50er? Nee, da liegst du 30er. Okay, 30er. Okay.
Genau, ja. Gerade nach der Währung. Ja. Auf jeden Fall für Reichsmark hatten wir einen, den ersten autonomen Klickenurlaub ohne Eltern in Holland und haben in Domburg auf dem Campingplatz haben versucht, tiefgefrorene Hähnchenkeulen auf dem Grill zuzubereiten. Zum Leben zu erwecken. Wieder mit Ritualen, mit teuflischen Ritualen. Man merkt, es ist wirklich ein König des Aufbauens. Ne? Die Spannung, das ist jetzt... Dramaturgie, Freunde, Dramaturgie. Absolut. So. Und jetzt Klimax. Ja. Da fing ich an, den Gespensterkrimi zu lesen, der es damals ja noch war. Und waren das schon Sinclair-Abenteuer, kannst du dich erinnern? Ja, das war, also in der Gespensterkrimi-Reihe hat es angefangen und die 118, weiß ich noch, und da war eben auch eine Frau Collins dabei. Und da habe ich mich auch... Genau, so hieß sie damals auch noch, Frau Collins. Ja. Wurde immer so angesprochen von John. Ja. Und da bin ich da so ein bisschen abgetaucht, neben der seriösen Literatur, die ich natürlich auch genossen habe in natürlich den Jahren. Hauptsächlich und Sinclair ist natürlich was, das stelle ich immer wieder fest, das hat man irgendwann mal in der Kindheit oder in der Jugend durch die Hörspiele, auch durch Studio Braun. Und das kam dann irgendwann mal wieder. Und jetzt möchte ich mal von euch als kompetente Fachkenner mal wissen, was ist Sinclair für Deutschland? Was ist das für, ist das ein, weil wir steuern ja auf das 50-jährige Jubiläum zu, 2023. Was bedeutet das? Gibt es etwas Ähnliches in England oder in Amerika, mit dem man das vergleichen kann? Gleiche Bedeutung wie Jerry Cotton im Detektiv. Das ist das gleiche Haus, du Vogel. Ja. Das ist hier, Ja. Cotton und Sinclair, ne, sind ja Kollegen. Know, ja, das so. Ist ja bei auch teilweise auch so. Der gleiche Autor. Aber ich meine jetzt so übergreifend, über den Verlag hier Köln. Ich glaube, es ist deswegen was Besonderes, weil man muss immer bedenken, in England, Amerika gab es, also jetzt, wir nennen es Trash oder Pulp oder wie auch immer, aber vor allem Genre. Schon immer, also schon seit den 40er, 50ern war Science Fiction und Horror und sowas immer schon da irgendwie dabei. In Deutschland gar nicht. In Deutschland, wir waren so, also das war so seriös, es gab Kriminalfilme und Serien und so weiter, aber wenig selber irgendwie. Wir haben es mal versucht, Science Fiction mit Raumpatrouille oder so, ne? Und es gab so ganz zaghafte Versuche. Und irgendwann hörte das aber auch komplett auf. Da haben wir heute noch riesige Probleme mit. Nichts passiert da. Und John Sinclair ist eigentlich ja so die einzige echte Horror-, Grusel-, Trash-geile Serie, die über so viele Jahrzehnte lebt und irgendwie für die deutschen Leser was Eigenes gegeben hat. Sonst konntest du ja nur Sachen aus dem Ausland dir holen oder so. Und deswegen finde ich, ist es eben wirklich was ganz Besonderes, weil... Ähnlich auch wie bei Edgar Wallace, ne? So, wir spielen hier auch England nach. Ja. Also das finde ich eben so, dieses Deutsche, also so wie die Deutschen England, das gruselige England von früher. Und jetzt hier eben noch mit diesem Gruselfaktor, der eben auch damals die Wallace-Filme hier so besonders gemacht hat, weswegen die hier auch so beliebt waren, weil das eben ein Schritt weg vom klassischen Krimi war, wo du plötzlich so ein bisschen Grusel drin hattest. Und trotzdem ist es ja noch darüber hinaus was ganz Eigenes, weil ich kenne nichts Internationales, was dem... wirklich so ähnelt. Ja. Ich finde das schon ein sehr eigener Kosmos. Italien hat Dylan Dog zum Beispiel. Ach, den hast du doch als Figur. Da bin ich als Figur, da bin ich großer Fan. Das ist eine Comicreihe auch, ne? Der ist auch ein Geisterjäger. In der Form, und das ist eine Comicreihe, eine Schwarz-Weiß-Comicreihe in Italien, die hier aber auch nie richtig Fuß gefasst hat, aber ganz toll ist. Aber das ist das Einzige, was ich so kennen würde noch im Jetzt haben wir Sinclair ja als Hörspiel quasi mit den Hollywood-Stimmen. Das klingt wie ein Hollywood-Film. Ja. Du hast ja Erfahrung auch damit, so eine Serie wie Edgar Wallace, also so ein Phänomen, quasi umzusetzen als Film, wenn auch als Parodie, aber trotzdem hat das ja super funktioniert. Ja. Da muss ich mal kurz fragen, können wir irgendwann mal mit dem dritten Teil rechnen, mit dem Triple Wicks? Das ist ja, aber da ist auch, die Dämonen haben da irgendwas dagegen gehabt und das war ja schon so oft kurz davor und irgendwas ist immer schief. Vielleicht kriegen wir das zusammen, vielleicht können wir John Sinclair mit Edgar Wallace zusammenbringen. Es tun ja jetzt Welten sich auf, die wir vorher noch nicht geahnt haben und daher immer mal wieder gerne und mal gucken, also von mir aus gern. Aber wo du das jetzt eben gerade gesagt hast, übrigens, das finde ich, was bei dem... Peter hat den Totenkopf kaputt gemacht, der schon vorher kaputt war. Aber. Ja, was ich bei den Hörspielen ja auch so toll finde, ist, und das musst du eben schaffen, finde ich, dass du eben so etwas machst mit der gewissen Seriosität, die dabei ist. Also das heißt, du machst wirklich richtige Gruselhörspiele,
die in deinem Kopf einen Film erzeugen. Und das, finde ich, funktioniert so super. Ich bin auch eigentlich hauptsächlich spät, also erst durch die Hörspiele, von Anfang an aber da eingestiegen und habe die immer geliebt, weil ich echt so das erste Mal das Gefühl hatte von, genau das will ich haben. Mhm. Ich will so ein geiles Ding haben, wo ich wirklich, also mit Effekten, das habe ich auch bei meiner Arbeit im Frühstücksradio immer geliebt, ne, dass du so kleine Filme im Kopf entstehen lassen kannst. Und das passiert hier ja. Und das irgendwie ernst mit so einem leichten Hauch Ironie dabei, aber nur leicht. Und jetzt hier eben mal richtig, wo wir eben diese zwei Welten treffen. Du hattest gar keine Groschenroman-Phase? Nee, gelesen habe ich es ehrlich gesagt nicht. Also einmal oder zweimal. Aber es war mir dann irgendwie zu anstrengend. Ich habe auch Jerry Cotton und Zinkler habe ich mal so zwei, drei oder so gelesen. Aber Jerry Cotton wurde ja verfilmt, aber da hast du auch den Bösewicht gespielt. Da hatte ich so eine Mini-Gastrolle, da war ich auch mit dabei. Und da gab es ja auch eine Filmreihe, ne, in den 60ern. Das stimmt, später. Aber wenn man jetzt mal, wo du ja jetzt hier bist, wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, was mit Jerry Cotton passiert ist und was in Amerika und jetzt auch durch die Streaming-Dienste jetzt möglich ist. Ich sage nur Penny Dreadful. Das ist ja nichts anderes als die Verfilmung von der Art dieser Romanen halt in England. Wer wäre denn kompetent genug zu sagen, wir machen jetzt eine John Sinclair-Reihe? Ich frage es mal anders. Wer wäre denn ein richtig guter John Sinclair? Welcher Schauspieler? Welcher deutsche Schauspieler? Oh, Schauspieler, da muss ich überlegen. Da wüsste ich jetzt gar nicht. Henning Baum. Hätte ich gar nicht. Die Allzweck. Waffe aus Essen. Es ist gar nicht so leicht. Ja. Und das ist auch, also ich glaube... Bei Bösewichte fallen mir einige ein. Also ich glaube, dass man... Ich sehe mich. Dass man super John Sinclair-Serie so ein älterer macht. Sinclair. Oder so ein dickerer Sinclair. Älterer, dickerer, ohne... Ich glaube, das ist so... Mit da brauchst du ein bisschen entsprechenden Gewicht für die Rolle. Also ich glaube, um ein Casting kommen wir Suko. Nicht drum rum. John Singh, ich und Suko. Ja, das könnte so man die Action, auch, weißt du, so immer dann so. Trotzdem, und das meandert dann rein in den Wichser. Ja, also Totenkopf TV, auf jeden Fall unser Schläferz John Sinclair Crossover. Ihr seid dabei, Dietmar Wunder ist dabei, Lutz Riedel ist dabei, Martin May ist dabei. Unsere liebe Emmy Zayet ist dabei auch. Die hat auch einen sehr, sehr schönen Podcast mit dir gemacht. Ja, wunderbar war das. Ich habe auch eine kleine Rolle. Und jetzt will ich aber zum Schluss wirklich noch wissen, was ist guter Trash und was ist schlechter Trash von euch? Das ist die Frage, die mir wirklich auf den Fingern brennt. Mit der Bitte um eine kurze Antwort? Um eine kurze Antwort, bitte. Okay, du. Also ich finde, guter Trash ist, also das, was das Geile bei Trash ist, dass du eigentlich, da werden Ideen umgesetzt, die du im Vernünftigen, also wo du für einen richtigen großen Film oder ein großes Buch oder so, dir die Leute immer sagen, das kannst du nicht machen. Das ist so nicht. Aber genau die Ideen, die du gerne sehen willst, also die finde ich so, wo ich mich drüber freue, also wo ich denke, wie geil, genau das will ich ja irgendwie haben. Nur wenn du das in groß und in teuer und in seriös und wirklich mit tausendmal mehr noch nachdenken kannst, dann würdest du immer eigentlich dann würde kein guter Trash entstehen können, weil dann Masters die Leute immer sagen, genau, dann sagen sie immer, entweder wird es dann irgendwie aufgeweicht oder geht in eine falsche Richtung oder man diskutiert sich tot. Und guter Trash zeigt für mich immer das, was ich mir eigentlich so wünsche zu sehen, verrückte Figuren, Genre, Sachen, wo jeder normale Mensch sagen würde, das können wir nicht machen. Leute, ja, um es ganz komprimiert zu sagen, für mich ist es, wenn es nicht drüber steht. Der gute Trash findet sich dann, wenn er keiner sein will. Oh, das sind aber echt weise Worte, die müssen wir jetzt so stehen lassen. Also, Totenkopf TV, Schläferz trifft John Sinclair. Unser grosses Crossover. Es hat mir auch echt sehr viel Spaß gemacht, da auch mitsprechen zu dürfen, weil ich wusste ja, mit wem ich es zu tun habe. Also nicht nur mit euch beiden, sondern auch, wir treten da ja auch wirklich gegen absolute gestandene Sprecher, gegen Dietmar Wunder an. Also das war schon... Ach so, Monster aus der Hölle. Ich dachte, gegen Dämonen. Das ja auch noch. Aber fandet ihr das auch nicht sehr, sehr seltsam, wenn auf einmal Dietmar Wunder, natürlich, ich meine, auf einmal euren Namen sagt? Also beziehungsweise es ist ja nicht Dietmar, es ist ja John. Ja. Ich fand es auch sehr, sehr schön und sehr seltsam, dass ich am Köln-Bonner Flughafen einen Menschenauflauf verursache. Das ist meine Lieblingsszene im Hörspiel übrigens. Das müsst ihr wirklich, wenn ihr sie kennt. Und wenn dann James Bond dadurch zwitschert, das ist großartig. Was mich wirklich umgehauen hat, und da jetzt mal ein ganz ironiefreies Kompliment einfach mal, das ist ja Magie, was ihr da in der Mischung macht. Wir geben das auf jeden Fall weiter an Dennis Erd, der das ja geschrieben hat. Und da möchte ich auch noch ein Lob an Dennis deswegen sagen, weil, als ich mit ihm gesprochen habe und so, ne, und wir da so überlegt haben, da hatte ich genau, wie ich ja auch bei Peter gesagt habe, dass du für wen anders schreibst und wie das ist, ne, das ist ja echt schwierig. Und ich habe gedacht, da werden wir bestimmt noch viel Arbeit haben und mal gucken. Dann hat er das Skript geschickt
Und es war so geil, ich habe das gelesen, dachte, wie toll. Also man musste nur so ein paar Winzigkeiten mal so verändern, wo wir in unsere Sprache. Aber ansonsten war es so, dass ich genau das Gefühl hatte, und das hast du bei so einem Crossover, finde ich, selten, dass du merkst, ja, die beiden Welten sind eins zu eins, die sind so, wie sie sind. Das ist stimmig. Stimmen, das stimmig, und die passen zusammen. Ja. Und es ist nicht so wie, wow, jetzt wurde die eine verändert und die andere so, damit das passt. Sondern nein, das sind, wir sind da wirklich genau auf Augenhöhe zwei Welten, die sich treffen. Und zusammen dieses Abenteuer erleben. Und das muss man erst mal so hinkriegen und so schreiben. Das war echt Und das Hammer. Ist die große Tragik auch der RTL-Produktion, dem Mondkiller. Da ist das nicht zwischen zwei oder drei oder vier Leuten, hat das stattgefunden. Die Dämonenhochzeit, das ist nicht schlimm. Ja, aber das ist wirklich, das ist das, was du sagst, passt absolut. Nochmal ein ganz großes Kompliment auch nochmal an Sebastian Breitbach, der Sounddesign macht die Sinclair. Das ist wirklich der absolute Hammer. Und ich muss ganz persönlich zum Schluss sagen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, dich mal so richtig zusammenzuscheißen. In dieser Folge. Das hat mir so eine Genugtuung gegeben. Ich habe das auch ein bisschen für dich gemacht. Ich schicke Professor Chimp noch mal wieder vorbei. Darüber reden. Gut. Professor Chimp. Ja, es gab ganz kurz noch. Es gab mal eine Quiz-Sendung mit einem Affen. Und Olli hat sich mit diesem Affen befreundet. Und dieser kleine Affe, dieser Schimpanse, hat mich gesehen und hat mich dann quasi als seinen persönlichen Erzfeind angesehen. Wahrscheinlich, ich hatte damals noch lange Haare, keinen Bart. Und der hat mir dann wirklich vor versammelter Mannschaft eine gepfeffert. Er ging zu ihm, guckte ihn an und hat ihm eine gelangt und die Brille. Ja. Aber du hast ihn auch provoziert. Mit meiner Anwesenheit habe ich ihn provoziert. Das hat, das war ein Trauma für mich. Und als ich dann den Film Nope gesehen habe, von Jordan Peele, kam das Trauma wieder hoch und danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich habe noch immer die Telefonnummer von Professor Chim. Ja. Ein Anruf. Ich habe jetzt schon Angst. Peter Rütten, Oliver Kalkofe. To be continued, würde ich sagen. Gerne. Oder? Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Vielleicht Habt ihr denn schon mal versucht, tiefgekühlte Hähnchenkeulen auf einem Holzkohle? Darüber reden wir beim nächsten Teil. Kleinen Eintalk. Danke kann man an die beiden Bekloppten und euch angenehmes Gruseln allerseits.